Es ist dringend notwendig, dass wir das EEG umstellen von einem festen Vergütungsbetrag auf Ausschreibung. Es ist uns gelungen, das jetzt hinzubekommen, allerdings erst zum Jahr 2019. Dennoch ist es wichtig, dass wir jetzt mit Ausschreibung beginnen und damit auch die erneuerbaren Energien in einen Wettbewerb bringen. Es ist ein großes Problem, dass wir in Deutschland nicht genug Netze haben. Und man muss auch deutlich machen, dass die Deutschen zwar für erneuerbare Energien sind, aber die Folgen, nämlich verstärkten Netzausbau, nicht tragen wollen. Das kann nicht der Fall sein. Wir müssen den Netzausbau verstärken. Es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass der Netzausbau verbessert wird. Wir sind dabei, aber wenn wir das nicht tun, dann bedeutet das, dass wir Strom, den wir produzieren, nicht verwenden können. Deswegen müssen wir das verändern.